So. Das Problem war einfach im letzten Part für mich. Es war am Ende zu einfach. Es waren einfach nur Dinger, die rumflogen. Die wir einfügen mussten. Mehr war es nicht. Und das war mir. Alter, habe ich mich erschreckt. Ah, ich weiß, wo wir sind. Eine Reminiszenz an den Vorgänger. Trotz allem nicht mal das Impulsgewehr. Falls das Ding doch wirklich... Ja, hier ist das Loch. Ja, ich erinnere mich. Vielleicht habt ihr schon im letzten Part gesehen, aber... Ja. Wow. Ellie, die Zentrifuge ist online. Ich gehe zurück zur Bahnstation. Okay. Ich habe uns fast von der Magnetbahn abgekoppelt. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in dem Raum die Post abgeht. Aber auf dem Hinweg ist nämlich nichts passiert, auch wenn wir natürlich was anderes gedacht haben. Ja. Ja. Nein! Kinder! Also, sie wollen definitiv in den Raum, das ist... Ah! Nein! Einfach die falsche Waffe. Ich bin sowas von tot, ne? Ach komm, ich sterbe einfach so bald. Wow. Also die Kinder, die haben ordentlichen, ne? Ordentlich Schmackes haben die. Dass sie einfach die Eisachse mit einem Schlag, mit einem Hieb quasi zerteilen können. Ich habe gedacht, das wäre Panzerglas oder so. Aber nee. Ripper oder Impulsgewehr? Es ist die Qual der Wahl. Oder sogar Flammenwerfer vielleicht. Ist denn kein... Wir haben aber auch einen Necromorph gesehen. Also einen mit roten Augen. Der möchte wahrscheinlich auch uns Gesellschaft leisten. Also von denen umzingelt werden, das ist echt bitter. Also bitter dahingehend. Boah. Nee, ich komm, töte mich. Ich muss einen Ripper nehmen. Ich weiß nicht, wie effektiv im Endeffekt der Flammenwerfer gegen die ist. Das weiß ich halt nicht. Weil sonst würde ich den nehmen. Da kann ich nämlich schön... Kann ich einen Ripper aber genauso eigentlich. Ich habe gerade so ein Gs mit der Hand gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben kann, was ich mit dem Flammenwerfer gut machen kann. So. Ja, komm. Ist ja gut. Problem ist, du wirst hier definitiv umzingelt. Selbst wenn die nur in Anführungsstrichen von hier und von hier kommen. Aber trotzdem, du bist umzingelt. Das ist halt das Ding. Und das ist bei denen ganz, ganz mies, weil die halt sau schnell sind.
Und so klein auch. Man habt ja gesehen, ich habe die auch sauf verfehlt. So, wo sind die ersten? Dann kann ich die schon mal auf der anderen Seite. Wobei die ersten kamen von hier, trotz allem. Ja. Oh, hi. ich... Wieso? Was ist hier noch drin? Als ob! Okay, diese Todessequenz hatten wir, glaube ich, noch nicht bisher. Also hat sich das Ganze doch gelohnt. Ich war eigentlich der Ansicht, ich hätte ihn getroffen mit den... Also ziemlich zersägt mit der Säge. Aber irgendwie war das wohl ein Irrglaube, ein Trugschluss. Ja, der Raum ist nicht leichter geworden jetzt durch diese ganze Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass da noch mehr kommen. Vor allem dieses scheiß Spuckvieh. Ja, ich muss den Ripper nehmen, definitiv. Alles andere bringt mir nichts. Ich meine, die Kinder, sage ich jetzt mal, habe ich ja ganz gut abwehren können, denke ich. Aber danach, das ist mir einfach zu viel. Ups, mein Kabel. Ich finde es halt geil, wie die einfach nur... Komm, töte mich. Wie die einfach durch die Sägeblätter durchspringen, ne? Die tangieren die einfach nicht. Ich meine, es ist einfach nur... Es ist Metall, es ist fest, es ist solide. Also ich meine, die springen einfach durch. Oh. Uiuiuiui. Man könnte meinen, wir nähern uns dem Ende des Spiels. Könnte es meinen. Kann ich den Kindern nicht helfen und die Scheibe selbst kaputt schlagen? Jetzt mal ohne Scheiß. Wenn die kaputt schlagen können, dann kann ich die doch auch kaputt schießen, oder nicht? So ist das ein Evil-Phänomen mit der Bazooka, die Tür nicht einschießen kann. Was mich schon vor etlichen Jahren verrückt gemacht hat. Ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. Ich wollte auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Ist das euer Ernst? Also offensichtlich ja, aber... Ich hab den nur gestriffen, oder? Nee, er ist tot. Ich versteh's nicht! Ich hab mich zum Heilen aufgesammelt, ne? Ja, das ist einfach scheiße, echt. Ich hab gleich was zum Heilen aufgesammelt. Oh. Ja, ich glaube, der Nekromorph befand sich zwischen mir und dem Sägeblatt einfach. Zwischen diesem kleinen Spalt. Würde doch keine andere Waffe hier was bringen. Die Strahlen können, oder würde ich einfach nur hysterisch irgendwo hinschießen mit?
höchste Energiekanone. Aber die würde ja nur dazu dienen, die auf Distanz zu halten. Das wäre zwar schon mal ein Anfang. Wo ist es eh egal, weil ich kann die Waffe eh nicht holen. Von daher hätte, wäre, wenn. Ist jetzt unerheblich. Die kommen wirklich nur von zwei Seiten. Das ist doch eine gute Nachricht. Ah ja, klar. Ey! Boah, ey, das ist doch nicht wahr. Die sind doch so penetrant, diese Scheißviecher. Mit ihrer Spuckerei. Oh, Mann. Oh. Also ich würde behaupten, das ist der zweite Bereich, der mir jetzt wirklich einfällt vom bisherigen Durchspielen her, wo man wirklich auf dem Hardcore-Modus... Oder Hardcore-Schwierigkeitsgrad speichern sollte vorher, aber das ist heftig. Problem ist, du hast ja wirklich keine Deckung, nix. Du bist ja wirklich umzingelt. Genau. Stehst unter Dauerstrom. Boah. Im Ripper ist das Problem, der braucht eine Zeit, um sich wieder zu erholen. Wenn du eine Klinge loslässt, wirst aber dann getroffen. Falls ihr versteht, was ich meine. Manchmal sieht es halt so aus, als würde ich nur rumstehen und nichts machen, aber ich versuche in der Zeit händeringend Ripperklinge zu aktivieren. Jetzt zum Beispiel, jetzt war es wieder. Jetzt auch wieder. Ja, das ist kacke. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ja, kann ich vergessen. Das ist... Ich glaube, ich habe jetzt schon einen Titel für den Part. Aber ich werde ihn einfach der schwerste Raum des Spiels nennen. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Raum gibt, der noch schwerer ist, oder? Das ist echt heftig. Gut, ich könnte natürlich mehr Energie haben, klar. Aber kann ich jetzt halt nicht herzaubern. Ich kann probieren, das Spuckvieh unter Stasis zu setzen. Das könnte ich probieren. In der Zeit, mich um den Nekrom aufzukümmern, wenn der aus der Stase rauskommt, nach, ich glaube, 12 Sekunden, dann, ja. Das könnte ich machen. Diesmal so lange. Komm schon. So. Alter, wieso?
Oh, ich spucke rum. Oh. Warum? Jetzt wirklich ernsthaft, warum? Habt ihr es gesehen? Ich hab's nicht gesehen, warum? Ich weiß es nicht. Aber gut, es war auf jeden Fall eine ganz gute Taktik, denke ich. Ich denke mal, das ist der richtige Weg. Aber ich habe nicht verstanden, warum ich jetzt gestorben bin. Also ich kann mir nur vorstellen, dass einer auch hinter mir war vielleicht, aber für mich sah es aus, als wäre ich von vorne beschossen worden. Aber ich stand ja irgendwie, weiß nicht, hier. Oh, ist das krass, ey. Ja, wie gesagt, also bei Hardcore muss man definitiv vor diesem Raum speichern. Definitiv. Das ist heftig. Also geht bei den Kleinen schon los. Wenn du dir einen Fehltritt leistest, wenn du mit einer Klinge nicht triffst, dann wirst du vornweg 2-3 Mal getroffen. Komm schon. Ach, okay, alles gut. Ja, es war dumm von mir, dass ich die Klinge losgelassen habe. Der ist auf der anderen Seite. Fuck! Fuck, 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 fuck. Wo ist er denn? Stase. Alter, die sind so zielsicher. Das ist nicht zu fassen. Treffsicher. Zielsicher. Keine Ahnung. Alles. Alles, was schlecht für mich ist. Grundsätzlich. Hallo? Wo bist du? Das war einfach nur irgendwie... Oh, das war geil. Heilen, heilen, heilen. Jawohl. Jetzt aber auch gerade wieder. Das Vieh lag vor mir, war tot. Ich wurde getroffen. Ich habe nicht verstanden, warum. Huiui, das war lustig. Ich fand es jetzt nicht unfair oder so. Es war wirklich das, was ich gut finde. Es war einfach anspruchsvoll. Es war schwierig. Anscheinend schon alles eingesammelt. Weil so einfach alle Leichen jetzt weg, ne? Okay. Aber Sohn. Isaac, Strauss macht mir langsam Sorgen. Hören Sie mal. Ich würde nie. Aber Sohn, Daddy ist kein Mörder. Strauss, er ist nicht real. Doch, das ist er. Sie können ihn nicht sehen, weil Sie die Schritte nicht gemacht haben. Strauss, legen Sie den Schraubenzieher weg. Schritt 3. Schritt 3. Strauss! Ellie! Scheiße! Okay, wenn das so ist, müssen wir erstmal zur Werkbank. Das ist das Allerwichtigste, während der Strauss gerade die Ellie wahrscheinlich einfach nur tötet. Ja, nee, ist ja Blödsinn. Oder? Ja, ist Blödsinn. Blödsinn. Ja, Blödsinn. Ja, alles Blödsinn. Außer ich überlege das Stasi-Modul vielleicht nochmal aufzuwachen. Ach, der war, glaube ich, nur Energie, ne? Ja, ist nicht so dramatisch. Da gibt es andere Wege und Mittel. Das Schöne ist aber, dass ich getroffen wurde, weil ich überhaupt nicht vorbereitet war. Ich wollte gerade, ich habe angefangen, den Satz zu sagen, dass ich jetzt mehr, weil das Schöne an der Sache ist, dass ich jetzt mehr Energie habe als vor dem Betreten des Raumes. Das ist jetzt hinfällig, da ich unachtsam war. Sollte man bei Dead Space 2 oder Dead Space allgemein nicht tun, aber okay. Man lernt halt auch nie aus. Jetzt habe ich, glaube ich, genauso viel Energie wie da, wo ich den Raum betreten habe. Okay. Aber ich habe keinen Verlust gemacht, das ist doch gut. Doch, ich habe Verlust an ungefähr 10, 11 Ripperklingen, sehe ich gerade. Cool. Oh, haben wir auch noch. Gut, dann speichern.
kehre ich jetzt nochmal, werde auch den Part dementsprechend beenden. Weil ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, es wird noch was kommen. Und es muss bald kommen, eigentlich. Schemata Energiekanone, wow. Ich überlege, ob ich mir wirklich mal so ein Medipack kaufe. Was meint ihr? Ja, ich mach das jetzt. Ich kann mir keinen Energieknoten kaufen, komm. Ich mach das jetzt. Einen kleinen Teil, einen mittleren Teil. Großen Teil. Ja, nee, ich mach das jetzt. Komm, die können wir ja auf das Leben retten, im Zweifel. Ja, nee, machen wir so. Dann speichere ich jetzt, wie gesagt. Und im nächsten Part, ne? Sehen wir weiter.